So. Hallo. Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr habt alles goldrichtig gemacht. Ihr seid heute mal richtige Glückshäsinnen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von The Week mit Michelle von Mayhem. Mein Name ist rein zufällig Michelle von Mayhem. Und ich darf euch hier begrüßen zu meinem neuen Erfolgsformat. Ich denke, das kann man jetzt schon sagen. Ihr kennt es vielleicht alle, Whisky in Drag, anderes Format hier auf dem Kanal, wo ich hier sitze, Whisky trinke und Blödsinn rede. Ich dachte mir, jetzt mache ich mal was total Verrücktes. Ich sitze hier, rede Blödsinn und trinke dabei keinen Whisky. Das bedeutet für euch, ihr erfahrt alle wichtigen News, die letzte Woche passiert sind. Ihr habt einen Ausblick, was ist denn nächste Woche eigentlich Wichtiges los? Es wird um Lifestyle gehen, dass ihr alle mal ein bisschen in die Pötte kommt und auch mal ein bisschen... Es wird alles sein. Es wird fantastisch. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. So, diese erste Folge ist schon mal wieder vollgepackt mit so vielen News, mit so vielen wichtigen Sachen. Wir fangen mit dem Wichtigsten an, offensichtlich für manche Menschen. So, weil ich habe jetzt schon mehrere Zuschriften bekommen, wegen diesen Flecken hier hinten. Man kann es, glaube ich, hier sehen. So, Folgendes ist passiert. Da hing mal ein Regal. So wie das hier. So, das Spiel vergeht. Leute, easy. Das habe ich weggemacht. Habe dieses Bild aufgehangen. So, jetzt ist dieses Haus, in dem ich wohne, offensichtlich zu 99,9% aus Gips zusammengeklöppelt. Was bedeutet das, sobald du einen Nagel an die Wand hältst, rieselt dir die ganze Scheiße entgegen und du hast so ein Loch in der Wand. So, so jetzt habe ich das hier zugespachtelt und dachte mir, ich bin ja nicht blöd. Ich bin ja eine clevere Heimwerker-Queen. Und habe natürlich was von der Wandfarbe, als ich das gestrichen habe, aufgehoben. Mir so ein kleines Döschen gemacht, habe das in den Keller gestellt. Habe ich gar nicht. Habe ich dann rausgefunden, habe ich gar nicht. Die Farbe war offensichtlich leer, ich habe sie weggeschmissen. So, jetzt habe ich nichts, wo ich da drüber streichen kann. Aber, so, Folgendes. Ich muss kurz aufstehen. Achtung. Jetzt ist es so. Ich habe hier noch... Moment, also, zuallererst mal... Oder? Ich meine, muss ja auch mal sein, Zeit für. So, ich habe hier noch so einen schönen Dings, da war mal ein bisschen Romach drin, ein Distillery Exclusive, so eine Holzbox. Und da dachte ich mir einfach ganz gewieft, die klöppel ich hier schön an die Wand hin. Und dann habe ich hier wie so eine Art schönes Regal. Ich komme erstmal wieder rum, dass ihr mich auch mal gucken, dass mir hier keiner auf die Klitoris gucken kann. Jetzt ist es natürlich leider so, dass ich privat ein homosexueller Mann bin. Das bedeutet, alle meine Werkzeuge, die ich habe, sind in einem Schuhkarton unterm Bett und die sind nicht dafür da, Löcher in die Wand zu machen, Leute. So Spaß, könnt ihr woanders einfach suchen, sag ich euch. Also ich habe nicht das passende Werkzeug da, um es kurz zu sagen. Jetzt wird es wahrscheinlich halt noch einige Wochen bis Monate dauern, bis ich dieses Problem gelöst habe. Es ist halt so, ihr müsst nicht leben, ganz ehrlich. Ich meine, natürlich könnte ich den Stuhl einfach einen halben Meter hier rüber rücken. Mache ich aber nicht. Mache ich aber nicht. Habe ich gar keine Lust zu. Das ist natürlich die Top-News der Woche. Was ist mir sonst noch passiert diese Woche? Ich bin zum ersten Mal geimpft worden. Zum ersten Mal geimpft worden diese Woche mit AstraZeneca und ich habe überlebt. Da schon mal yay ich, also das ist ja auch schon mal eine Leistung, die man erstmal bringen muss. Schöne Sache. Und ich muss allerdings sagen, ich habe mich ein bisschen beleidigt gefühlt. Ich habe mich ein bisschen beleidigt gefühlt, weil so, es war, ich habe einfach nichts gemerkt von dieser Impfung. Der Arm war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was hätte es, einen kleinen blauen Flecken oder was. Aber alles überhaupt nichts Dramatisches. Jetzt hat diese Ärztin, die mich geimpft hat, zu mir gesagt,
Bei jüngeren Menschen kann es schon mal zu heftigeren Impfreaktionen kommen. Fieber, grippale Symptome etc. pp. Das heißt doch jetzt im Umkehrschluss, dass ich alt bin. Wo ich mir gedacht habe, was fällt der denn ein? Also so eine Frechheit, das kann man doch nicht einfach sagen. Und dann habe ich nichts. Naja. Ich habe außerdem gelesen, irgendwelche, ich nagel mich nicht fest, wer es war, irgendwelche religiösen Fundis haben irgendwie gemeint, die Corona-Impfung würde schwul machen. Jetzt freue ich mich natürlich auf die nächsten Jahre, Leute. Da werden wir eine Menge Spaß haben, das sage ich euch. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Apropos lustige religiöse Menschen. Nächste Woche ist Ostern. Ohne Ruhetage. War einiges hin und her. Ihr habt es mitbekommen. Ruhetag, ja oder nein? Was bedeutet Ruhetag? Was machen Menschen am Ruhetag? Bekomme ich Lohnfortzahlung am Ruhetag? Eine leidige Diskussion will ich jetzt gar nicht. Habt ihr ja alles mitbekommen. Ich bin dafür die Inside News, okay, Leute? Und ich bin kein religiöser Mensch. Ich bin überzeugte Atheistin. Aber man hört ja sehr, sehr viel Gutes von diesem Gott, offensichtlich. Behaupten zumindest immer wieder viele. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ist dieser gute, wohlwollende Gott, den alle so abfeiern, der gleiche, der den Kindern in Afrika AIDS gibt? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ansonsten war eigentlich nichts los. Ich war auf Heimgeist. Das habt ihr ja aber vielleicht schon in einem anderen Video gesehen. Ansonsten guckt es euch gerne an. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts gemacht. Langweilige Woche gewesen. Es ist ja im Moment auch immer noch so wenig los. Weiß ja auch immer gar nicht. Nächste Woche natürlich großes Highlight. Die Serie Claudias irgendwas mit Claudia Obert. Tolles Trash-TV-Format. Ich bin ja so eine Trash-TV-Fanatikerin. Fantastische Sachen. Wo Claudia Obert versucht, endlich ihren Traummann zu finden in so einer Sat.1-Sendung. Das wird bestimmt großartig. Haltet euch das schon mal, streicht euch das schon mal dick und fett im Kalender an. Guck mal, man kann ja meine Brüste sehen. Ob das erlaubt ist auf YouTube, weiß ich gar nicht. Naja. Also ihr seht, spannend geht's weiter. Viel los, auch nächste Woche. Ich denke, das erzähle ich euch dann nächste Woche. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich wahrscheinlich ab in 5 Minuten keine Lust mehr auf dieses Format habe. Ich weiß nicht, ob es eine Fortsetzung geben wird. Wir gucken einfach mal, was auf uns zukommt. Und schauen mal, ob ich dann weitermache. Geplant ist es wöchentlich. In meinem Kopf ist es aktuell, findet das wöchentlich, jeden Sonntag, pam, 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 genau statt. Und ihr habt eine Menge Spaß damit. Ich werde wahnsinnig berühmt. Das ist natürlich das Ziel dahinter. Das muss es immer sein. Und verdiene wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld damit. Das ist mein 5-Jahres-Plan. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einen hat. Ne? Meins ist es, YouTube-Millionärin zu werden. Würde aber eigentlich gerne nichts dafür machen. Das steht mir gerade noch so ein bisschen im Weg. Mal gucken, wie ich da drumherum schiffe. Suez-Kanal. Top aktuelles Thema auch wieder. Drumherum schiffen, oder? Warum einfach nicht? Nein, gut. Anderes Thema. So, Leute. Das soll es gewesen sein. Reicht ja, glaube ich, auch, oder? Ich glaube, es hat schon vor 9 Minuten gereicht. Abonnieren. Liken. Bis nächste Woche.